Kannst du jetzt eigentlich noch deinen eigenen Abschied? Nein? Noch eine Überraschung. Nein, denn wir haben die Überraschungen, die sind heute gegrenzt. Die Hölle. Wir haben nämlich noch die Blume in den Kopf. Wir haben nämlich noch ein kleines Geschenk für alle Fälle. Oh, für alle Fälle brauchen wir natürlich Cora. Ich weiß. Nein, kein Not. Notfalltravestiekoffer ist eine schöne Idee. Man kennt das ja, man rennt irgendwie durch ein Haus und stellt fest, es brennt. Da gibt es einen Alarmknopf, den man drücken kann. Wir haben sowas Ähnliches für dich jetzt erstellt. Im Falle eines Comebacks einfach Scheibe einschlagen. Da ist alles dabei, was man braucht. Neckkette, obige Strumpfhose, Wimpern, sogar die alten, es sind noch die von Sylt, Nagellack und was ist, kennst du auch noch von Peter Fest? Da habe ich noch ein Gegenstück von mir. Ein blauer Lippenstift, der auf den Lippen rot wird, was ganz raffiniert ist. Und der Hintergrund ist so ein bisschen so mit alten Plakaten, also wenn man den Hintergrund mal ein bisschen schwulen möchte. Und dann Pink Monday, das ist ganz schlecht. Ja, aber auch Potsdam hier hinten, am Blauen Natur zum Beispiel. Ja, das sind ganz, ganz, ich habe echt ein paar Perlen rausgesucht. Genau, das von uns. All deine Lieder auf einer CD. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ich habe von dieser CD noch eine Sicherheitskopie gemacht. Die kann man ja mal irgendwie so, da kann man ja mal reinhören. So, gucken, ob es einem gefällt. Du wirst überrascht sein, was ich da aus 13 Jahren Cora fantastisch rausgekramt habe. Du hast meinen Namen. Ich habe mich ja umbenannt irgendwann und Cora mit kleinen R geschrieben. Das hat immer ignoriert. Ja, natürlich. Auf dieser CD. Du weißt doch. Ja, deswegen höre ich auch. Tunken benennen sich nicht selbst um Tunken kriegen ihren Namen gegeben. Ich schon. Ich bin auch so alt, ich könnte mir meinen Namen noch selber aussuchen. Dass du auch. Du hast deinen ja auch selber ausgesucht. Keiner hat dich mal schön viel genommen. Ja, und? Hatte keiner was dagegen? So, aber wir haben was dagegen, dass du dich umbenennst. Wir haben auch was dagegen, dass du aufhörst. Also wir zerren dich irgendwann mal wieder auf die Bühne. Ich mach das auch nur, um euch zu ärgern. Hast du den Erfolg geschafft? Los, mach deine erste Nummer und tschüss.